Hallo ihr Hübschen da draußen und herzlich willkommen mal zu einem Schmink-related Video von mir. Ja, es wurde sich vor einer Weile mal gewünscht, ob ich nicht mal meine ganzen Make-up-Pinsel zeigen möchte. Da habe ich gedacht, ach, ich bin gerade am Filmen, ich habe gerade ein Kerzenvideo abgefilmt, habe den Hintergrund stehen und Beleuchtung läuft einigermaßen. Und da habe ich gedacht, ich zeige euch das mal, solange meine Pinsel, ja, sauber sind. Ich habe gerade saubere Pinsel, mehr oder weniger. Also bei den Lidschattenpinsel, die sind dann doch, glaube ich, ein bisschen gebraucht, aber ich glaube, das werdet ihr mir verzeihen. Wie viele von euch bin ich auch oft etwas faul, was Pinselwaschen angeht. Ich weiß, man soll es nicht machen und ich habe ja so ein bisschen Vorbildfunktion, bilde ich mir ein, aber na, was soll's, scheiß drauf. Jedenfalls habe ich meine Pinsel in zwei Gläsern, wie ihr seht. Links seht ihr ein Glas, was es bei Nanunana gab. Ich glaube um Ostern rum, nee, nicht Ostern rum, letztes Jahr irgendwann, Frühling, Sommer rum. Und ich meine, das gibt's irgendwo noch bei Depot, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Ich halte es mal an die Kamera. Also das ist ein sehr, sehr schönes, so ein doppelglasiges Glas mit so Vögelchen drauf. Das fand ich ganz toll. Jetzt muss ich mal schauen. Ach, der Preis ist sogar noch drauf. Hat 7,99 € gekostet. Da seht ihr mal, wie faul ich bin. Ich lasse die Preise einfach dran. Und das hier, das habe ich irgendwann mal, das Glas, da habe ich ein paar Blümchen drin gekriegt oder sowas und habe es aufgehoben. Das ist ein sehr, sehr stabiles Glas sogar. Also da habe ich halt meine großen Pinsel drin und links halt meine Lidschatten, Augenpinsel und so. Und dann gehen wir die einfach mal kurz durch. Ich versuche es nicht allzu lang hinzuziehen, das Video, und hoffe, euch gefällt es und ihr habt Spaß dabei. Fangen wir einfach mal mit den Gesichtspinseln an. Ich werde jetzt in keiner bestimmten Reihenfolge vorgehen. Ich habe die Pinsel jetzt alle, wie ihr seht, hier reingequetscht. Also dadurch, dass das Glas quadratisch ist, ist es doch ein bisschen quetschen. Einige Pinsel passen nicht so ganz rein, weil die halt so groß sind und einige halt sehr, sehr große, ja, Stiele oder Griffe haben. Deswegen fangen wir einfach mal an mit einem meiner absoluten Favoriten und den ich auch sehr, sehr häufig benutze. Das ist von Real Techniques der Powder Brush. Ich finde, wenn ihr vorhabt, euch Real Techniques Pinsel zu holen, solltet ihr auf jeden Fall eins der Basissets mit den großen Pinseln kaufen. Den gibt es, glaube ich, auch in einer rosanen Version. Ich glaube, den gibt es in einer anderen Version noch. Mal gucken. Es gibt ja so eine goldene Version, es gibt eine rosane, die ihr seht, und es gibt noch so eine lilane. Ich glaube, die lilanen sind aber eher Lidschattenpinsel. Jedenfalls ist der unglaublich gut gebunden, schön fest. Aber auch stabil, hat einen guten Widerstand und ich kann generell zu den Real Techniques Pinseln sagen, die Qualität ist 1A. Also wirklich, das ist gut investiertes Geld. Die sind jetzt nicht so günstig. Ich glaube, die gibt es inzwischen auch bei DM zu kaufen. Das ist ganz toll. Ich habe meine allerdings aus den USA. Als ich 30 geworden bin, bin ich nämlich quasi als Geburtstagsgeschenk an mich selber nach New York geflogen und glaub mir, diese Scheißteile zu finden, war ein Riesenakt. Was ich nämlich nicht wusste, ist, dass die überwiegend online nur erhältlich waren in den USA, beziehungsweise in New York selber habe ich die nur bei Target bekommen und es gab einen einzigen Target, der am Arsch der Welt war, mitten in der, so am späten Abend, und das war Herbst wohlgemerkt, im Dunkeln durchs Ghetto laufen und zack, bist du beim Target. Gott sei Dank ist nichts passiert, ist alles friedlich abgelaufen. Aber ich habe meine Pinsel bekommen, was man nicht alles so auf sich nimmt, gell? Jedenfalls, das war der Puderpinsel. Machen wir einfach mal mit Real Techniques weiter. Dann habe ich hier den, wie heißt es nochmal, Multitask Brush, den benutze ich als Blush Brush und auch hier gut gebunden, schön fest. Der hat, also meine Real Techniques Pinsel haben generell, und wie gesagt, ich habe die jetzt schon 3 Jahre, habe ich noch nicht einmal irgendwelche Haare verloren, also wirklich gar nicht. Lassen sich super gut reinigen, hin und wieder bleibt ein bisschen was übrig, das lässt sich nicht vermeiden, ist auch nicht so wirklich schlimm. Egal wie gründlich ich reinige. Und die halten echt was aus. Also ich bin nicht zimperlich, was meine Pinsel angeht. Also auf jeden Fall, dieser Multitask Brush ist super, super gut. Und wenn ihr euch Real Techniques holen wollt und für Blush, besorgt euch den auf jeden Fall. Kann ich wärmstens empfehlen. Ich habe den auch, glaube ich, noch ein zweites Mal hier drin. Lasst mich mal schauen. Genau, hier habe ich noch einen Multitask Brush. Ich halte den mal hoch. So sieht der aus. Liegt auch sehr gut in der Hand. Und hier unten, die Enden sind immer so ein bisschen gummiert. Das verhindert natürlich Abrutschen und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ist halt ein Pinsel, ne? Dann habe ich hier auch von Real Techniques. Das ist der Setting Brush. Den benutze ich allerdings so gut wie gar nicht. Also ich muss wirklich sagen, viele der Pinsel benutze ich überhaupt nicht. Die werden irgendwann noch zum Einsatz kommen. Aber ich bin jetzt niemand, der
keine Ahnung, Highlighter verwendet oder sonst was. Also bin ich überhaupt gar nicht. Der Setting Brush, der ist halt gut für Puder unter den Augen oder sowas. Und ich glaube, ich habe den ein-, zweimal verwendet. Deswegen ist der halt quasi wie neu. Ebenfalls von Real Techniques ist aus der goldenen Serie der Pointed Foundation Brush. Der ist natürlich ein bisschen sehr klein, also wenn er so meine Hand mal guckt, so klein ist der. Da ist der natürlich eher was für zum Beispiel Concealer aufzutragen oder Foundation in gewissen Winkeln aufzutragen im Gesicht, um die Nase herum, unter den Augen oder so. Also dafür ist der halt da. Ich glaube, den habe ich auch nur ein-, zweimal verwendet, wenn überhaupt. Weiter geht's mit einem, den ich schon ein paar Mal verwendet habe. Das ist der Buffing Brush von Real Techniques, auch aus der goldenen Serie. Der hat ziemlich kurze Borsten, aber sehr fest gebunden. Den habe ich verwendet, unter anderem mit einem anderen, um mal zu konturieren, wenn ich es denn mal gemacht habe. Oder den kann man auch für Blush benutzen, wenn man zum Beispiel ein schmales Gesicht hat oder sehr petit ist. Dann reicht der, denke ich, auch ganz gut für Blush aus. Da muss man nur aufpassen, dadurch, dass der halt so fest gebunden ist und so kurze Borsten hat, dass man nicht zu viel aufträgt. Aber für petite, schmale, ne, kleine Mädels ist der auf jeden Fall ganz gut. In der Regel kriegt man die im Set. Deswegen habe ich die Pinsel, obwohl ich die nicht benutze, weil ich die im Set gekauft habe und nicht einzeln. Also einige davon hätte ich mir wahrscheinlich so gar nicht gekauft. Als nächstes haben wir den Expert Face Brush, ebenfalls aus der goldenen Serie, ebenfalls von Real Techniques. Und den habe ich auf jeden Fall fürs Konturieren verwendet, auch letztens erst noch. Der ist noch kürzer. Also ich halte mal den Buffing Brush daneben, stelle ich mal so hin. Und da seht ihr ganz gut den Unterschied. Beide sind sehr, sehr fest gebunden, sehr kurze Borsten. Also der rechte hat natürlich noch kürzere Borsten, ist dementsprechend fest vom Widerstand her. Also da, der eignet sich für Cremeprodukte, denke ich, ganz gut, weil der eben sehr, sehr guten Widerstand hat. Also da bewegt sich kaum was. Also da müsst ihr echt dann aufpassen. Aber der ist zum Beispiel fürs Konturieren ganz gut, weil der auch schmal ist. Der ist nicht so breit und dafür kann man den wunderbar verwenden. Dann gucke ich mal, habe ich jetzt von Real Techniques hier erstmal nichts mehr drin. Ich habe noch einen, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, der ist gerade im Bad. Der ist ungefähr so geformt wie der Pointed Foundation Brush, nur größer. Und den benutze ich zum Beispiel, um Gesichtsmasken aufzutragen. Wunderbar, dann hat man das Geschmiere an den Fingern nicht. Das ist echt super. Kommen wir mal zu einem absoluten Favoriten. Das ist nämlich mein Pinsel, mein Go-To-Pinsel für meine Foundation. Das ist von Zoeva und jetzt sehe ich gerade, der ist ein bisschen bäh. Manchmal, ne, kommen so ein bisschen so die Puderreste runter. Jedenfalls von Zoeva, die Nummer 104, der Buffer. So sieht er aus. Kurze Borsten, extrem gut gebunden, also sehr dicht, hat auch noch nie Haare verloren. Auch ein sehr gutes Qualitätsprodukt, den gibt es bei Douglas zum Beispiel zu kaufen. Also Zoeva gab es ja ganz lange hier nicht. Und den verwende ich ausschließlich für meine Foundation. Also der ist so toll, der verteilt alles gut, hinterlässt keine Striemen, hart nicht. Einfach top. Also ich bin so froh, diesen Pinsel gekauft zu haben. Den habe ich damals auch vor ein paar Jahren in London auf der IMAX gekauft. Und den würde ich mir jederzeit wieder kaufen, empfehle ich auf jeden Fall wärmstens. Und der ist auch recht einfach zu reinigen. An den Rändern allerdings bleibt immer so ein bisschen farblich was zurück, gerade mit der Zeit. Und ich habe halt keine Lust, zigmal darüber zu gehen. Aber ansonsten, also dreckig ist der nicht, weil ich benutze ein Reinigungszeug, das auch gleichzeitig desinfiziert. Folgedessen, wenn da ein bisschen was übrig bleibt, ist das jetzt nicht so schlimm. Was haben wir denn noch? Dann haben wir hier, greifen wir einfach mal rein. Das ist so ein ganz kleiner, den ich irgendwann mal bekommen habe. Der hat wohl 9,95 € gekostet. Von wo der ist, müsste ich nochmal gucken. Das ist ein Rouge Blush. Das ist auch eine bekannte Marke, allerdings steht die jetzt gerade nicht hier drauf. Ich kann es nicht mehr sagen. Ist halt ein, ne, Winkelpinsel für Blush ganz gut. Allerdings benutze ich wirklich diese puffigen Pinsel viel lieber inzwischen. Den habe ich früher häufig benutzt für Blush. Der eignet sich auch ganz gut zum Konturieren. Allerdings ist der nicht ganz so festgebunden. Der ist schon stabil und von der Qualität her sehr gut. Aber
Der ist halt sehr weich gebunden, also wenn ihr lieber sowas mögt. Und ich glaube, das ist echt Haar. Generell sind meine Pinsel in der Regel, wenn ich es beeinflussen kann und nicht gerade geschenkt bekomme oder es verpenne, sind das in der Regel alles Synthetikpinsel. Also gerade Real Techniques nutzt Synthetikpinsel. Ich habe hier und da, und das gilt auch für meine Lidschattenpinsel, auch echt Haarpinsel. Allerdings versuche ich das wirklich zu vermeiden, weil ich nicht finde, dass Tiere irgendwie groß ihre Haare oder ihr Leben dafür lassen müssen, für unsere Schönheit, sage ich jetzt mal. Auch wenn ich das bei meinen Make-up-Produkten nicht immer so beherzigt habe, leider. Aber bei den Pinseln habe ich eigentlich immer so drauf geachtet. Also nur hier und da ist mal einer dabei mit echt Haar. Dann haben wir hier einen, den ich so gar nicht verwende. Das ist von Ebelin einer. Den habe ich am Anfang mal auch für Blush oder für Puder verwendet. Das ist so eine Art Stinktierpinsel, würde ich jetzt mal sagen. Mit zwei verschiedenen langen Borsten, dunklen und hellen. Der ist okay, hat hier und da mal ein paar Haare verloren beim Waschen. Aber Ebelin, finde ich, macht bis auf wenige Ausnahmen eigentlich ganz gute Pinsel. Ist auch Synthetik. Greift das Produkt allerdings leider nicht so gut auf, wie ich es gerne hätte. Das liegt einfach daran, dass der mega weich ist und gut gebunden, aber einfach viel zu weich dafür ist. Also der ist vielleicht wirklich was für Puder oder für so leichte Puderprodukte ist der ganz okay. Aber ich würde mir den jetzt zum Beispiel nicht nochmal holen. Den habe ich seit Jahren nicht mehr angefasst, wenn ich ehrlich bin. Dann haben wir hier einen, und zwar ist der von Da Vinci. Da Vinci macht ja nicht nur Pinsel für den Schulbedarf, sondern auch für Make-up. Und das ist halt auch ein sehr, sehr guter, ist auch Synthetik, da habe ich extra drauf geachtet. Den habe ich, glaube ich, auf der Beauty-Messe Düsseldorf gekauft. Und weil es den im Angebot gab, das ist die Synthetik-Serie und das ist die Nummer 9774. Da steht es drauf, auch wenn das wahrscheinlich jetzt unscharf ist, weil ich ja keinen Autofokus habe. Der ist ein bisschen geneigt, also wenn er mal guckt. Da hat er so einen leichten Winkel. Und den habe ich auch für Blush verwendet, bis ich irgendwann mal die Real Techniques Pinsel hatte. Der ist aber auch für, also ich würde den zum Beispiel auch für Foundation nutzen. Der ist ganz weich. Also auf der Haut fühlt er sich mega angenehm an. Es ist wirklich toll, wirklich schön. Ansonsten ist der echt okay. Also den kann ich auch empfehlen. Der ist ein bisschen preisintensiver, aber der lohnt sich zu kaufen, wenn ihr solche Arten von Pinseln mögt. Dann haben wir hier noch so einen Stinktierpinsel. Der hier ist von MUA. Die F2. Auch glaube ich so gut wie gar nicht benutzt. Also, wenn ich ehrlich bin, seit Jahren ebenfalls nicht. Den habe ich mal zum Ausprobieren geholt und ich weiß nicht, ich kann mit den Pinseln leider doch nicht so viel anfangen. Dann haben wir hier ebenfalls MUA, die F6. Das ist ein Angled Blush Brush. Und den habe ich auch eine ganze Weile verwendet. Der ist okay, verliert allerdings auch Haare. Und hier steht schon wieder eins raus. Muss ich mal rumzippeln. Ja, der ist okay. Also MUA-Pinsel sind für Schminkanfänger oder wenn man nicht so das große Geld hat oder ausgeben möchte, ganz gut. Oder wenn man zum Beispiel eine Pinselsorte ausprobieren möchte, zum Beispiel diese, wie ein solcher Pinsel sich macht beim Schminken. Da sind die ganz gut, bevor man dann zu teureren übergeht und dann irgendwelche Fehlkäufe riskiert. Also das ist was, wenn ihr gerade neu seid mit Make-up und ihr überlegt, was für Pinsel ihr euch holen wollt. Also erstens mal Pinsel generell ist sehr empfehlenswert. Es ist A, hygienischer und besser und B, besser einfach im Auftrag. Also da empfehle ich wirklich, wenn ihr zum Beispiel einen Blush-Pinsel ausprobieren wollt, da gibt es ja verschiedene Versionen von, da empfehle ich euch wirklich erstmal einen Billigpinsel zu holen oder einen günstigen Drogeriepinsel und ausprobieren, ob ihr damit klarkommt. Weil ansonsten, also ihr seht es ja an mir, ich habe hier Pinsel, die ich ganz lange nicht benutzt habe und da werde ich bestimmt irgendwann mal auch ausmisten demnächst. Und wenn ihr dann könnt ihr hingehen und gute Qualitätspinsel kaufen und riskiert dann eben nicht so einen großen Fehlkauf. Auch wenn man heutzutage alles zurückgeben kann, aber ich persönlich, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, ich bin nicht so der Fan von zurückgeben. Weiß nicht, Faulheit, Umstände, keine Ahnung, also ist nicht so meins. Dann haben wir hier wieder einen und das ist Essence. Den habe ich mir geholt, weil die Optik halt mega toll ist. Also das war so eine Limited Edition. Bis dann so ähnliche mal ins Standardsortiment gekommen sind. Den habe ich für Blush, benutze ich den hin und wieder. Der greift nicht ganz so gut Produkt auf wie zum Beispiel die Real Techniques Pinsel. Die sind da top. Aber ich finde, für Schminkanfänger oder auch so für zwischendurch ist der schon sehr ordentlich. Also Essence hat, glaube ich, genau solche Pinsel auch im Sortiment. Die sehen halt nur ein bisschen anders aus. Sind ganz gut gebunden. Der hier hat ein-, zweimal Haare verloren am Anfang und danach nicht wieder. Also da bin ich sehr zufrieden mit. Ist sehr weich, ganz angenehm auf der Haut, auch Synthetik. Greift das Produkt okay. Wie gesagt, nicht so gut wie so ein High-End-Pinsel, würde ich jetzt mal sagen.
Und ja, das ist dann so Essens. Dann haben wir hier, und da habe ich hier mehrere von drin, die nehme ich mal alle raus. Das ist BH Cosmetics, das ist aus so einem Polka Dot Set gewesen, sind drei Gesichtspinsel. Da haben wir hier einmal den Blush Brush oder den Powder Brush, nee, das ist der Puder Brush, benutze ich aber in der Regel für Blush. Also für Blush habe ich mehr als genug Pinsel, wenn die anderen nämlich dreckig sind, nehme ich immer einen, der sauber ist. So. Und so komme ich immer gut über die Runden, bis es dann irgendwann ans kollektive Waschen geht. Und dann haben wir hier so einen angewinkelten Blush Brush, der ist auch ganz gut, benutze ich auch hin und wieder mal. Und dann haben wir hier so einen Foundation Brush. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das die offizielle Bezeichnung ist, aber das ist eben so einer. Der ist auch wunderbar für Gesichtsmasken aufzutragen und für Foundation halt. Wobei ich diese Art von Pinsel nicht gerne für Foundation benutze. Da benutze ich halt, wie gesagt, nur meinen Buffer. Dann haben wir hier Ebeline. Der ist schon mit Desafilm geklebt. Das ist auch einer von meinen Notfall-Blush-Pinseln. Ja, der ist ganz okay. Der ist ganz gut gebunden. Hat auch ein, zweimal Haare verloren und dann nie wieder. Also Ebeline macht schon ganz gute Pinsel, nur irgendwann mal, da lockern sich hier diese Schafte und da muss man ein bisschen kleben, aber das geht, der ist mit dem Kleben, ist der ganz stabil, das ist schon okay, so muss ich den nicht wegschmeißen. Dann habe ich hier irgend so einen random, ja, Wimpernpinsel. Ja, dann haben wir hier mein teuerstes Stückchen mit um die 35 Euro Wert rum. Ja, so viel habe ich für einen Pinsel ausgegeben. Und zwar ist das der Mia-Pinsel bei Einhard Dan. Einhard Dan ist eine sehr, sehr talentierte und ganz, ganz tolle Visagistin, Make-up-Artistin. Das ist der S8 Foundation-Pinsel von ihr. Den habe ich mir auf der IMAX gekauft, nachdem ich sie live dort gesehen habe und auch mich ein bisschen mit ihr unterhalten konnte und sie mal kennenlernen durfte. Also super, super sympathischer Mensch. Der ist extrem festgebunden. Der ist halt oben, hat er so eine konische Form. Der ist für Foundation wirklich super. Das ist ein super, super, super guter Pinsel. Den habe ich auch eine ganze Weile verwendet. Der ist zum Beispiel auch sehr gut, wenn ihr Effekts-Make-up macht, kann ich mir vorstellen, dass der super gut ist, um cremige Farben aufzutragen. Den habe ich auch eine Weile benutzt. Allerdings bin ich dann wirklich zu meinem Puffer übergegangen, weil ich gemerkt habe, für mich persönlich ist diese Form nix. Also das ist wirklich nur persönliches, ja, persönliche Vorliebe, würde ich jetzt mal sagen. Das ist, glaube ich, aber ein Echthaarpinsel, meine ich, ja. Der ist extremst weich. Also der ist sowas von kuschelig. Der hat so die Konsistenz und die Optik von einem Weidenkätzchen. Also wenn ihr ein Weidenkätzchen kennt und dann mal drüber gestrichen seid, habt, dann wisst ihr, wie der sich anfühlt. So ist der eigentlich. Ja. Und der allerletzte Pinsel, der war in irgendeiner Box drin oder den habe ich mal geschenkt bekommen. Das ist so ein ganz, ganz Otto Normal billig No Name Pinsel, den ich auch als Notfallpinsel für Blush benutze. Da seht ihr mal, wie faul ich bin, wie viele ja, Notfallpinsel ich eigentlich habe. Und der ist okay, der greift Produkt jetzt nicht so wunderbar toll auf, aber da ich nicht mehr weiß, woher der kommt. Doch, den hat meine Schwester mir geschenkt, aber ich weiß jetzt nicht die Marke oder woher der ist. Benutze ich den eher als Backup. Aber ansonsten ist ja okay. Und Glas ist leer. Das waren so nur meine Gesichtspinsel. Und ich würde mal sagen, da das Video jetzt schon lang genug ist und die anderen Pinsel sehr zahlreich, mache ich mein Lidschattenpinsel-Video einfach an einem anderen Tag. Also das ist dann so Teil 1 meiner Make-up-Pinselsammlung. Und bleibt dran, schaut rein, abonniert, liked, was auch immer, tanzt einen Freudentanz. Zieht euch nackig aus, ist mir egal. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr nochmal einschaltet und wünsche euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und guten Appetit. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video.